Dieser Herr hier ist ein 68er des 19. Jahrhunderts. Das war ein Prälat. Und von dem kennen wir heute eine Ruhe. Der heißt der Name von einem Geruchsruhe. Der Herr Karl von Geruch. Auch so ein Kirchenmann. Und das ist ganz wichtig, dieses Gedicht hat er für Stuttgart, für deine Stadt geschrieben. Ja. Ja, wir fingen an diesem Teil mit einem Stück über Stuttgart und wir hören auch mehr. Das passt doch. Genau. Und als ich dieses Stück mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist doch eine Salsa. Ob der das gewusst hat. Aber so ungefähr beschreiben auch die Salseros, ja, zum Beispiel der Salsa-Sänger, wenn er zum Beispiel in die Stadt zurückkehrt, wo er seine Träume ja, freilaufen ließ, seine Kindheit. Warum macht man das heute nicht mehr? Auf jeden Fall, die Stuttgarter ja, müssen sich gefreut haben damals. Das ist natürlich jetzt mal zum Mitsingen vielleicht schwer für Sie, aber trotzdem mal versuchen. Also es gibt eine Stelle, Sie können ganz leise singen. Er sagt, da liegst du im Sonnenglanz, schön wie ich. Da liegst du nun den Sonnenglanz, schön wie ich, jeder dieser. Ich verstehe auf der Takte immer, gell? Du hast das Salsa Cruz, Stuttgart, Salsa Cruz, Stuttgart, Salsa Cruz, da liegst du, nur im Sonnenglanz, schön wie ich, jeder sah, in deinem gelb-grünen Kranz, mein Stuttgart wieder da. Der Stadt bleibst du, liegst du, und im Sonnenglanz, schön wie ich, dieser. Stuttgarter Salsa Gruß, Stuttgarter Salsa Gruß. Des Backwerks munteren Lauf, grüßt wieder mit vertrautem Schall mich aus dem Tal hinauf. Da bist du, im Sonnenglanz, schön wie ich, jede dieser. Ja, jedes Gässchen weit und breit im Häuserlabyrinth war mir vertraut im Lieb und Leid, seit ich durchschritt als Kind. Schön, schön, wie ich.